Hallo meine Lieben, ich begrüße euch heute zu meinem kleinen Vlog und ich will euch mal mitnehmen auf eine kleine Reise. Und zwar, ja, so die letzten 12 Monate seit der ersten Folge von 99 Probleme, Onkel Frank sucht das Glück, so viel passiert. Rund um die Figur Onkel Frank alleine, mehrere Webserien, 3 Battles, diverse Auftritte, sehr geil. Aber auch unabhängig von Onkel Frank habe ich mit meinem Team 3 Kinofilme rausgebracht, Kurzfilme, die auf Festival, drei, die auf Festivals laufen, auch sogar in Tokio und London. Und ich will euch einfach mal mitnehmen auf diese Reise und mal so einen kleinen, ja, Rückblick, Resümee, Fazit auf keinen Fall, weil wir sind noch lange nicht fertig, wir haben gerade angefangen. Naja, gerade angefangen kann man auch nicht sagen. Also ihr merkt, es wird schon, es knistert, ne? Macht euch auch was gefasst. Fangen wir mal an, gehen wir mal ganz weit zurück. Es gab so einen Tag, da saß ich mit so einem gewissen Timeson, seines Zeichens, ja, einer meiner besten Freunde seit 20 Jahren, neben Jack the Rapper so, saß ich dann da und da haben wir Onkel Frank erschaffen. Ja, also zumindest als visuelles Format. Das war auf jeden Fall sehr geil. Lass uns mal kurz reinschauen, wie das anfing. So, zack, jetzt kommt die Blende. Hallo meine Süße. Natürlich, selbstverständlich kannst du mir jede Frage stellen, die du willst, ja? Ihr habt ja gerade gesehen, dass ich an diesem Tag mit dem Timeson da dieses erste Onkel Frank Video geschaffen habe. War ja noch kein filmisches Ding zu dem Zeitpunkt. Aber was auch witzig war, war einer wirklich der ersten Künstler aus Bremen, neben Jack, als Protagonist war, oder naja, eher auch als Antagonist bei diesem Ding, das war der DFK. Seines Zeichens Produzent, Sänger, Rapper, Allrounder, ja. Der macht Kaps. Cheat das einfach nicht, ey. Oder und immer Action wegen paar Kaffs. Um dir deinen scheiß Arsch zu retten. Und du kommst hier mit in der Scheiße oder was? Was denkt ihr, wie ihr seid? Was denkt ein Toto, wer ist? Sag immer irgendwas, Alter. Warum soll ich fick ihn gleich, Digga? Was soll ich denn sagen? Ich steh gleich direkt auf, Alter, und klatsch ihn weg, Alter. Jedes Mal gleiche Scheiße. Ihr seid so ein scheiß Gangster hier, ne? Ich hab was vergessen, sorry. Neben DFK waren natürlich auch ein paar Leute von der Straße. Wirklich von der Straße. Mit dabei schon in den ersten Folgen von Onkel Frank. Digga, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Ich war jetzt gerade hier im Blog, ich habe mir alles angeguckt, wäre mir richtig viel Arbeit und du erinnerst dich auch dran, was Papa gesagt hat. Du hast Schulden in der Unterwelt und die wirst du zahlen. Und was soll das jetzt heißen? Dass wir und wann soll die Festnahme jetzt stattfinden von Herrn Rossi? Gar nicht. Naja, das war halt 99 Probleme, Onkel Frank sucht das Glück, unsere Serie, die es mittlerweile sogar schon auf Festivals geschafft hat, als Festivalbeitrag oder ja, auf IMDb gelistet ist, demnächst auch auf Amazon Prime zu sehen ist. Und durch die ganze Geschichte sind ja auch die Bremen-Enten auf mich aufmerksam geworden. Und obwohl, wie gesagt, einer meiner besten Freunde auch seit 20 Jahren, der Jack the Rapper, diese Jungs eigentlich auch schon Ewigkeiten kennt, sind die aber dann über meine ehemalige oder Managerin an mich herangetreten. Ja, und so kam diese Kooperation auf freundschaftlicher Basis mittlerweile zustande und ist auch sehr viel entstanden. Aber nochmal zurück zu 99 Probleme, Onkel Frank sucht das Glück, ne? Viele fragen sich, warum das nicht ging bisher. Soll ich euch mal was sagen? Das ist alles aus Liebe von den Beteiligten entstanden. Und die hatten halt einfach zu dieser Zeit, viel Zeit und haben die Zeit geopfert und mit mir zusammen das gemacht, ne? Und ich bin auch mit allen cool. Aber das ist ein Problem mit der Zeit, ne? Die sind halt alle auch sehr eingespannt und wir müssen einfach mal gucken. Es geht bald weiter. 99 Probleme, Onkel Frank sucht das Glück und wird auf jeden Fall sehr geil. Die Story steht schon lange, aber wir konnten einfach noch nicht weitermachen. Das ist der Grund halt, weil einfach nicht alle Zeit haben. Frankie, du, ich habe eine sehr gute Nachricht für dich. Ich kann dir schon einen Teil von Cooling. Komm her,
tu deine Pflicht und kümmere dich mit mir drum. Wissen Sie was, Schipanski? Ich will gar nichts von dir. Ich habe wirklich eine ganze Menge Probleme. Du sollst dein Buch fertig schreiben und dann wirst du raus von dieser Scheiße. Checkst du es nicht raus? Genauso wie die anderen Leute im Block. Und wir alle zusammen sind viel stärker als. Hallo, Lena. Hallo. Du, warum soll ich jetzt eigentlich nach Hause kommen? Ich will nicht. Ich bin im Urlaub. Du weißt doch, dass ich nicht kann. Onkel Frank ist ja entstanden, dass ein paar Jungs aus Lüneburg mich Onkel Frank nannten. Ich habe so Real Talk Podcast gemacht über irgendwelche Pseudo-Zuhälter, die es in Spanien sind, über die ich mal dokumentiert hatte, oder kleine verkuckste Rocker, Zinker und so. Und ich habe mal diese Podcast geführt, auch über diverse Internet-Rambos. Und irgendwann haben die Leute zu mir Onkel Frank gesagt. So entstand erstmal dieser Name Onkel Frank, nur zur Information. Und eines Tages saß ich ja bei Times und wir haben dann halt 99 Probleme Onkel Frank so das Glück gemacht. Und ich bin ja schon immer irgendwie in der Hip-Hop-Szene aktiv gewesen und habe auch mich mit dem Battle-Shit schon lange beschäftigt und habe auch schon früher Battles veranstaltet. Und dachte dann, nachdem ich einige Battles gesehen habe, Onkel Frank wird sicherlich dazu in der Lage sein, in dieser Battle-Szene innerhalb von kürzester Zeit für Furore zu sorgen. Genau, das war so meine Idee. Und da habe ich einige A Cappellas an befreundete Rapper geschickt, also gute Rapper und so. Und die haben gesagt, Bro, mach es einfach. Und da habe ich jetzt kommen wir wieder zu Timeson, den Namen werdet ihr heute öfters hören, die ihn noch nicht kennen, und habe zu Timeson gesagt, ich möchte bitte eine Qualifikation haben für Future of Battle Rap, die auf jeden Fall einschlägt wie eine fucking Bombe in diese Battle-Szene und dafür sorgt, dass ich sofort ein Battle kriege, weil ich bin heiß, ich will battlen, ich hab Bock. Ja, und so haben wir dann die erste Qualifikation gemacht. Ne? Deutsche Battle-Rap-Szene, ein peinlicher Scheißhaufen. Schlittschuh! Und red ich von Schlitten, dann mein ich nicht Eislaufen. Ich komm wie ein Puck auf den Punkt am Anfang des Spiels. Onkel Frank aus der Hood, die Mannschaft, ein Ziel. Du Dulli kannst mir nicht das Wasser reichen. Und setz ich krasse Zeichen, schwimmst du davon wie Wasserleichen. Zurück zum Wintersport. Deine Leistung wie Eddie the Eagle. Ich schick euch Kinder fort. Also der Onkel Frank hat sich dann halt gedacht, er möchte battlen, er möchte nicht einfach nur so ein Filmstar sein und Hollywood erobern, er möchte schon mehr. Der Onkel, ne, also die Kunstfigur, Onkel Frank, der hat ein eigenes Gedächtnis und auch eine eigene Seele, dürft ihr nicht vergessen. Und ihm schlägt das manchmal auf wie so ein Magen, wenn er mal für so alt erklärt wird, weil so alt ist der Onkel gar nicht, wie ihr alle denkt. Er ist nicht so alt, wie ihr denkt, der Onkel. Nein, nein. Auf jeden Fall, okay, dann hatten wir das schon mal im Sack, die beste Quali in der Geschichte. Ever und so. Zu meiner linken Seite. Dieser Mann ist eine Erscheinung auch ohne Battle. Er hat bisher die krasseste, beste, meiner Meinung nach, Qualifikation eingereicht, die wir hatten. Ich bin gespannt, was wir von ihm sehen dürfen. Macht Lärm für Onkel Frank! Und Onkel natürlich. Und konnten dann guter Dinge ins neue Jahr starten. Und haben wir uns einfach mal vorgenommen, so. Wir haben uns einfach mal vorgenommen. Wir wollen Kurzfilme machen, aber nicht einfach nicht Kurzfilme auf YouTube posten, nein. Wir wollen auf den Red Carpet steppen, wir wollen Hollywood-Stars kennenlernen, ja, mal ganz unabhängig von Onkel Frank. Ganz unabhängig von Onkel Frank möchten wir einfach Filmstar sein und auf jeden Fall, ja, das war dann halt die Vision, nachdem schon mal die beste Quali in der Geschichte und so weiter und so fort und 99 Probleme im Sack waren. Ja, dann haben wir uns halt dazu entschieden, dass wir halt einfach so aus Bremen praktisch Hollywood machen, ne? So, meine Lieben, wir werden euch weiter berichten vom Filmfest Bremen. Wir sind am Start. I just call to say I love you.
Wie geht's weiter? And I want to say how much I love you, back here, und so weiter, ne? Jung und fresh, wie ich nun mal bin, saß ich dann da mit meinen unzähligen Talenten, ja, so nach Weihnachten, vor Silvester, nachdem ich einfach diese genialen und geilen Moves gemacht hatte, natürlich mit Unterstützung meiner Freunde, Timeston und so weiter. Ja, der nächste Geniestreich praktisch in Vorbereitung. Eigentlich wollte ich ja, wisst ihr, Astronaut werden. Und es gab einige Dinge, die haben es halt verhindert. Ne? Ihr wisst ja, ihr kennt ja die klassische Geschichte von dem Kenneck vom Block, der halt seinen Kreuzbandriss hatte, eigentlich ein super Fußballstar geworden wäre und jetzt halt pushen muss. Und so war es halt ähnlich wie bei mir. Praktisch die NASA hatte mich schon im Auge, aber die Russen, ich gestehe ehrlich so, die haben mir eigentlich ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen kann. Wobei ich gesagt habe, der mir vertraue ich nicht ganz. Auch viel zu viel Politik. Auf einmal bin ich mitten in diesem Weltgeschehen mit drin. Ich, Onkel Frank. Fuck, Alter. Fuck. Und ihr habt gesehen, was mit einigen passiert ist, ne? Joe Biden und so, ich will jetzt nicht zu viel reden, aber auf jeden Fall wurde es nichts mit Astronautenlaufbahnen. Ne? Da habe ich gesagt, okay. Ich mach den Onkel Frank. Wir spulen jetzt nochmal zurück. Also, wie gesagt, Weihnachten 2023. Ich kannte schon die Enten. Und diese Enten, die waren mir von Anfang an sympathisch. Und wisst ihr was? For real. Diese Enten, ne? Die haben von Tag 1 an mich geglaubt und an Onkel Frank und an alles geglaubt. Diese Enten, ne? Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Die sind einfach, das sind meine Herzensenten. Wenn einer irgendwas gegen diese Enten sagt, ne, er ist mein Feind. Ich will mit den Entenhatern nichts zu tun haben, ne. Ich bin selber eine Ente, verdammte Scheiße. Früher haben wir immer gesagt, Bodo Schäfer, sei ein Adler und keine Ente. Nein, Mann, ich will kein Adler sein. Ich will nicht so ein böses Wesen sein, das arme kleine Mäuse killt, die am Boden kriechen oder so. Nein, ich bin lieber eine Ente. Weil eine Ente hat doch ein geiles Leben. Gechillt, auf jeden Fall in Bremen. Nein, Spaß beiseite, ich wollte wirklich es ernsthaft sagen, diese Enten, die haben wirklich sehr viel für mich gemacht. Sehr viel. Du kleinkarierte Male, spießiges Muttersöhnchen, du nimmst mir nicht die Butter vom Brötchen, denn du bist für mich nur Futter, du hast nur die Futter am Höschen. Ich spiele dir das Lied vom Tod, auch wenn das hier kein Western ist, auch wenn du glaubst, dass Onkel Frank von gestern ist, sei dir sicher, du Stricher, dass ich besser bin und du dir in deine Pampers pisst, wenn ich komme, dich, deine Mama und deine Schwester fick. Du Glühwürmchen, du wirst diesen Typ verrichten. Du Lügsbürschen, denn jede Zeit ist erstunken erlogen. Wuff, wuff, da ist Onkel Frank der Hundehalter stolz. Du bist der heimliche Sohn vom Bundeskanzler Scholz. Antwort. Du Nutte, bist Onkel Frank Gift von mir? Du bist Onkel Frank diffamieren, doch du wirst dick kassieren. Kannst gerne rumrecherchieren im Internet. Findest Skandale von mir, doch man findet nichts von dir. Ich lass dich Klobrillen putzen wie Miami Gianni. Du dämlicher Tellerwäscher, du bist ein Blender wie Ali Osman. Du ekliger Penner-Rapper. Du wackeliges Geländer, bei dir ist jetzt schon Rost an. Du schäbige Lästerschwester, ich bin Zukunft wie Bender, Futurama, ich bin Bossmann. Ich bin gleich an dir als im Käse besser. Der Wolf im Schafspelz, jetzt ist die Kacke am Dampfen wie beim Mastak. Bevor dieser Star fällt, kaufe ich MCs wie Elefanten und spiele russisches Roulette. Aslak, du bist die Definition von nichts, wenn du fürchterlich rappst. Bist farblos und blass, du lügst und bist wack. Du denkst, du kannst rappen, auch wenn du das gerne glaubst. Nein, Bro, guck mit mir hoch ins Weltall. Sieh deine Sternschnuppe, wie sie dort fällt an. Deine Materie hat kaum Gravitation. Du burnst mit Rap, nicht Kraszination. Dich füttern deine Skills, die Weakness macht die Ration. Du Diener, bist verblendet. Du bist nichts im Spiel der Elemente. Ich hingegen krumme Zeit und Raum, wenn ich wieder repräsente. Prismen brechen das Licht und ich breche dich. Merk dir eins, die ganze Welt dreht sich um mich. Ja, das war schon halt ein krasser Jahresabschluss, also mit 99 Probleme. Vorher, die letzten Jahre waren ja ziemlich wild bei mir, da habe ich auch einiges gedroppt. Und ja, dann kam halt 99 Probleme, das neue Jahr. Ich habe diese magischen Enten kennengelernt und es war schon klar, da bahnt sich eine große Zusammenarbeit an. Wir haben schon einiges auch jetzt zusammen abgeliefert.
mit Back to the Future unter anderem. Ich war bei mehreren Events, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Das erste Battle stand an gegen Shaddix, weil er natürlich die beste Quali hat gefunden. Dann kam das erste Battle gegen Shaddix lag an und gleichzeitig lag das Filmfest Bremen an, wobei Bremen jetzt mittlerweile ein internationales Filmfest ist. Und da habe ich natürlich gesagt, da wollen wir dabei sein. Und da haben wir halt zwei Kurzfilme für zwei verschiedene Wettbewerbe eingereicht. Der erste war Der Bürgermeister, die Stunde der Erkenntnis. Und der zweite war ziemlich polarisierend. Es war ein epischer Moment im Kino. Auf Deutsch gesagt ein Megaskandal. Das war Bremen überblasen, Bremen überleben ist alles. Bremen überleben ist alles, weil der zweite Film, ein Kinofilm, IMDb, dies, das, jenes, jo, hat Spaß gemacht. Und alle Teil, also alle, die, mit denen ich diese Filme gemacht habe, mega talentiert. Wir haben da schauspielerische Talente entdeckt, wie den Kerem, die Chantal und Mel zum Beispiel. Und natürlich habe ich das mit diesem, da kommen wir später drauf, Timeson produziert. Und dann haben wir eine Einladung bekommen, also ich habe eine Einladung bekommen. Ich wollte es gar nicht glauben, als ich diese Einladung bekommen habe. Ich muss mich setzen, ich kann. Tut mir leid. Puh. Ja. Dann kam auf einmal so eine E-Mail während des Filmfests oder zwei Tage vorher. Einladung zur Masterclass mit John Malkovich. Ja, meine Freunde, es fanden wirklich ein paar tolle Ereignisse statt. Also wir haben zwei Filme abgeliefert in zwei verschiedenen Wettbewerben. Der Bürgermeister und Bremen überleben ist alles. Letzterer war ein bisschen, glaube ich, skandalös. Und der Cancel Culture auf jeden Fall unterlegen, denke ich mal. Und wir hatten besondere Ereignisse. Ich hatte eine persönliche Einladung zur Masterclass mit John Malkovich. Einfach phänomenal war das. Und auch ein Coaching mit einem der bekanntesten deutschen Schauspiellehrer. Wir haben schöne Premieren gesehen, schöne Partys, schöne Events und... Schauspieler überhaupt. Ich bin absoluter Fan und alle Schauspieler wissen und Produzenten, was Masterclass John Malkovich bedeutet für Acting und Producing. Und dann waren wir da. Und ich kann euch echt sagen, ich mache das ja schon lange mit Showbusiness. Ich bin, glaube ich, schon ein ganz guter Schauspieler, also jetzt ohne jetzt irgendwie mich zu rühmen zu wollen, aber ich bin, glaube ich, ein guter Schauspieler und ich bin auch ein ganz guter Drehbuchautor und ich glaube, ich weiß, wie man Filme macht und bin da auf einem ganz guten Weg. Aber dieses Event, dieses Ereignis, Masterclass John Malkovich, wo ich auch den Timeson natürlich mitgenommen habe, wo ich gesagt habe, Timeson ist der beste Kameramann von Bremen, der muss natürlich dabei sein, da waren natürlich sofort alle Türen auf und konnte er mitkommen und ich muss euch sagen, für mich persönlich als Künstler war das eine unfassbare Begegnung, Masterclass John Malkovich und ein riesen Ding, was ich habe echt viel gelernt, also ich habe auch mehr über meine Kunst gelernt, über mich und überhaupt über die über Film, Schauspiel und Produktion. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier in der Schauburg. Unser Gast des heutigen Abends versteht ein bisschen Deutsch, aber natürlich wollen wir zusammen Englisch sprechen. Please welcome on this stage John Malkovich. Not something I ever kind of thought about doing.
But I did develop one film with them. Onkel Frank, was machst du denn hier? Ach, ich warte auf einen Anruf aus Hollywood, aber irgendwie wegen der Zeitverschiebung passt das gerade nicht. Und bei euch, alles gut? Ey Jungs, lass mich euch wissen. Ich habe gerade voll Stress, ja. Ich warte gerade auf einen Anruf von Martin Scorsese, Mann. Deswegen kann ich jetzt hier nicht anhören. Ruhe mein Espresso trinken, okay? Avanti, tschüss, das reicht. Eine blaue Engel, was ist denn da drin? Weiß ich nicht, Bruder, aber... Sieht einfach gut aus. Hey, Pause. Guck mal, die machen Ausnahmen, das sind gar nicht so geil. Die machen Texte, die sind gar nicht so geil. Und die bilden sich doch auf all das ein, Digga. Und das hilft nicht. Manchmal kann das Ego... Vielleicht geht's weiter. Wollt ihr Kinofilm? Mach, brech das Ego, brech den Materialismus. Ne? Und geh in diese Liebe. Ne? Yo, man. Was geht ab? Westside. Onkel Fred. Frau Kessler, was gibt's denn? Ich hoffe, die Suppe schmeckt Ihnen, Herr Bürgermeister. Das ist eine grüne Neune von Frau Ilse Werner. Ich stark davon aus, dass es hier um ein Missverständnis handelt. Und dass ich bis zum Ende der Woche meine Baugenehmigung habe. Hallo meine Lieben, wir befinden uns hier im wunderschönen Bahnhof Burg in Bremen. Und wir fahren jetzt gerade los und treffen uns mit dem Team vom Film Bremen Überleben ist alles, der heute Premiere hat auf dem Filmfest. Ist schon so, also er ist gemäß des Mottos, ne, von dem Motto-Wettbewerb, hat aber vielleicht eine kleine Message, die ein bisschen knallt und bei manchen Leuten vielleicht auch negativ aufgefasst werden kann oder falsch verstanden werden kann. Ich hoffe, die Leute haben den Humor, das zu verstehen. Und außerdem ist heute das Battle gegen Shadix rausgekommen, mein erstes Battle, mein Debüt. Das findet ihr auch ein paar Stories weiter vorne. Den Link dazu auf YouTube, das wollte ich auch nochmal sagen. Geile Sache, war ein cooles Battle gegen den talentierten Shadix bei Future of Battle Rap. Grüße an die Leute auf Future, von Future of Battle Rap an alle anderen. Peace, wir berichten später vom Filmfest. Bremen. Gruß aus Bremen vom Filmfest. Wir werden jetzt gleich unser Film präsentieren. Besonders Grüße nochmal an Shadix. Leute, ihr glaubt das nicht, ne? Dieses Gesöff hier, das ist mega süß. Da besteht nur aus Zucker. So was geben die uns hier. Finde ich nicht gut. So, meine Lieben, das Team sitzt hier am Tisch. Das Battle gegen Shadix ist online. Es kam sehr überraschend heute auf den Sonntag. Gruß an Yassin. Future of Battle Rap und groß an Shadix auf jeden Fall. Danke für dieses wunderschöne Battle. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und wir melden später wieder. Wir haben heute ein ganz bewegendes Ereignis. Eine sehr junge Schauspielerin, die wundervolle Chantal, hat sich einen neuen stechen lassen. Und zwar aus dem Grund, weil wir einen Film gemacht haben, der Bürgermeister für einen Kurzfilmwettbewerb. Und das Motto hatte was damit zu tun. So weit ist er schon. Ich habe nichts damit zu tun. Ich habe damit auch nichts zu tun. Hey meine Freunde, gleich ist es soweit. Unser spektakulärer Film wird jetzt prämiert. Die Reihen füllen sich langsam. Gleich geht's los. Wir werden euch berichten. Wir halten euch auf dem Laufenden. Gruß an Shadix nochmal an dieser Stelle. Danke Shadix für dieses wunderschöne Battle in Düsseldorf. Vielleicht kann sich auch mein Freund hier erinnern, der auch dabei war. Freund. Der gute Kerl. Der hochverschuldete Onkel Frank möchte sein Leben verbessern und tritt heute seinen neuen Job an. Er fährt mit der BSAG. Nein, nein, das ist gut, ja. Süßer, soll ich dir entblasen? 5 €. Nee. Okay. Hast du mal eine Kippe? Hey, geh mal aus dem Weg!
ab jetzt. Grandiosen Timo Masko, a.k.a. Timeson, super Kameramann. Hier seht ihr den Kerem, der sein erstes Debüt gegeben hat auf der großen Leinwand. Und hier seht ihr Mel Robin, grandioses Talent, vielseitig talentiert. Und hier unsere formidable, grandiose Chantal. Und es ist einfach die einfache Lösung, die ich euch auch gerne verraten kann, halt, dass man alles mal durch die Sicht eines Kindes betrachten soll, in der Herangehensweise an seine Kunst, auch ans Schauspiel, an die Rollenarbeit, an die Musik, egal welche Kunst man macht. Die Welt auch einfach mal durch die Augen eines Kindes sehen und dann mit diesem Kind, dem Kunstwerk, erwachsen werden, sozusagen, im Schaffensprozess, bei der Entstehung des Kunstwerks. Also. Das ist in meinen Worten gefasst, was John Malkovich unter anderem an, ich will es nicht Weisheiten nennen, sondern an Mechanismen und Schlüsseln halt mitgegeben hat. Aber insgesamt ist es einfach 3 Stunden, 2,5 Stunden mit diesem Mann zu sprechen. Ich verlinke das Video, die ganze Veranstaltung wurde aufgezeichnet und verlinke das und danke von Herzen auf jeden Fall, dass ich daran teilnehmen durfte und dass mein Bruder Timeson dabei sein durfte. Und wir hatten beim Filmfest Bremen auch noch einige andere Begegnungen, die sehr interessant waren, tolle Erlebnisse. Und es war einfach eine schöne Zeit und freuen uns auch schon auf die nächsten Festivals und natürlich auf das nächste Filmfest. Ja, die Bremen-Enten, mit denen ich mich auch von vornherein sehr gut verstanden habe, mit denen ich so schön kooperiere, habe mich dann ja auch zum Event eingeladen, das war das FIFA-Turnier. Und bei diesem FIFA-Turnier habe ich ein Interview gegeben, dem Alessandro. Es war sehr schön, wir wurden herzlich empfangen, es war ein ganz tolles Event. Sie sind nur Figuren in einem Zeichentrick-Movie. Wie Sinanji, der zeigt seinen kleinen Dick-Rupies vom Gangster-Rapper zum Pedobär. Die Leute schauen weiter zu, ihnen fällt das Veto schwer. Oh ja, Entschuldigung bitte. Ja, natürlich, meine Damen. Scheiß mal jetzt auf die Industry-Scene. Deutschrap ist weit gekommen. Zurück zum Battle-Rap. Wer zum Teufel ist Hiding John? Bruder, heute kein Vlog heute. Ach so, Provokation morgen drehen, ne? Genau. Ah, ey Leute, sorry, ich war gerade schon im Textmodus, weil ich die ganze Zeit diesen Text lerne. Ja, meine Lieben, Spaß beiseite. Heute fahren wir zur Hochschule Bremen. Und die Jungs von Bremen Entertainment haben sich natürlich mal wieder was einfallen lassen. Und für die jungen Leute in Bremen so ein FIFA-Turnier veranstaltet, was dort stattfindet. Ich glaube, mit Unterstützung der Hochschule und so. Das sind ja Menschen. Sieht da noch aus. Lass mal gucken, ob wir hier richtig sind. Frank, steh sie halt da. Social Media, Fritzen von der Polizei Bremen. Einfach, er fragt mich, was wollen Sie denn fragen? Ich sage, ja, so ein Message gegen Kriminalität. Was können Jugendliche machen? Wie können die Hilfe kriegen, wenn sie in schwierige Situationen geraten auf der Straße? Und was sagt der? Ich sage, nee, guck den anderen an. Ja, dann guck, das ist auch noch Polizist. Ja, nee, weiß nicht, geht nicht so. Können wir nicht machen und so, ne? Aber sie können mal eine Anfrage machen. Wie sind Sie denn und so? Und jo, John Frank Tober auf Fisch, kannst du mal gucken, Alter. Und gib mal einfach meinen Namen ein, weil gib mal Gianfranco Toba ein, das ist in deinem Computer. Da weißt du Bescheid, ich auch stellst du Fragen? Alles klar. Das ist doch von der Polizei. Danke. Das kann ich nicht machen. Trau mich nicht. Das trau ich mich nicht. Wirklich nicht.
weil dann kommt die Polizei dann. Ei, was ist denn das und so? Was ich mich frage, warum wird Cynic noch gebucht, obwohl die ihn für seine Gimmicks nur verflucht? So ist das Spiel. Ist ganz cool. Ich finde vor allem das Coole, dass wir auch viel, ich selbst komme nicht aus Bremen-Nord, manche hier auch, habe ich heute schon gesehen. Ja, wir kommen auch aus Bremen-Nord. Und wir sind ein paar Gesichter, ja, aber kommst du aus Bremen-Nord? Du vertrittst ja Bremen-Nord sehr viel. Ich wohne jetzt wieder in Bremen, ich war ja eine Zeit lang weg, in anderen Städten gewohnt. Ne? Ja. Jetzt wohne ich wieder seit einiger Zeit in Bremen. Und ich suche mir halt meine Leute, mit denen ich meine Projekte mache. Die manche werden vielleicht lachen, aber ich habe dann bei diesem Film Magdalena Sommer des Monats so einen emotional krassen Prozess durchgemacht. Mystery Romance Film. Ich kann das kaum erklären, aber ich war mit Timeson und Jack im Knobs Park spazieren. Das war so die erste Inspiration. Am nächsten Tag war ich immer mit Timeson da und da habe ich dieses Denkmal gesehen. Magdalena, Melchers. Und dahinter war so eine Villa, etwas weiter oben. Und da, ich habe zu Timeson gesagt, da würde ich gerne wohnen. Krass. Und überall waren so Kunstwerke, wir sind dann da rumgelaufen. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und direkt in der Nacht dann halt ein Skript geschrieben. Und auf einmal musste ich meine Freunde und Künstlerkollegen einfach davon mal überzeugen, dass wir hier mal ganz schnell einen Kinofilm machen. Weißt du noch, wie wir beide in Danelen durchaus den Morgenstern sehen wollten? Du kannst mich doch nicht einfach fallen lassen. Fred, langsam habe ich das Gefühl, dass du mich einfach nur noch hinhalten möchtest. Es gibt viele junge Talente, die einfach eine Chance verdient haben. Nee, ich möchte lieber bezahlen. Reicht nicht ganz. Ach, weißt du was? Magdalena Sommer ist Mona. Wie gesagt, emotional, ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Auf jeden Fall habe ich das dank der Beteiligten geschafft, dann halt innerhalb von 3 Drehtagen diesen Film zu produzieren. Und wir hatten ein Screening, also wir haben ein Kino, das ist ein Kinofilm, wir hatten hier beim Open Screening vom Filmbüro Bremen dann halt im Kino. Was, die Schauburg? Nee, City 46, hatten wir dann halt ein Screening und der Film wurde da vorgeführt. Und mittlerweile ist der Film schon in London gelaufen, auf dem Filmfestival und bei Lift Off Global Network und in Tokio gelaufen, auf dem Filmfestival. Hat sogar einmal Platz 36 bisher gemacht auf dem Festival und das ist einfach nur mit englischen Untertiteln. Also von daher, da ist noch was zu erwarten, der wird noch bei einigen Festivals laufen, dieser Film. Ja, und der hat mir halt gesagt, manchmal muss man gar nicht so viel Konzept und ein halbes Jahr Planung machen, sondern einfach machen. Ne? Und das war ja, man muss überlegen, das war das erste Werk, filmische Werk, glaube ich, war es, ne? Timeson? Ja, ne? Nach John Malkovich? Ja, genau. Also das ist das Ergebnis eigentlich im Endeffekt von John Malkovich. Man muss überlegen, man hat eine historische Figur aus dem 19. Jahrhundert, dann durch die Kinderbrille betrachtet. Hört auf, ich werde verrückt von sowas. Also dieses Method Acting und dieses ganze Malkovich Scripting und so, das macht auch ein bisschen crazy, ne? Ja, auf jeden Fall. Was ist denn eine Pizza? Pizza. Komm, wir gehen eine essen. Ich lade dich ein. Was macht denn der junge Herr da drüben? Lui obitin dagisti alla magistra, lu venneri dimentisti a ricamari, lu venneri dimentisti a ricamari. E l'amore in tuo petto non si può ti più tenere, e l'amore in tuo petto non si può ti più tenere. Die ich da also auch persönlich investiere und meine Freunde und für den ganzen Shit, yippie, yo. Und ja, übrigens, nicht ganz zu vergessen zwischen allem,
Wir haben Bremen aufgemischt, wir haben Köln aufgemischt, wir haben Düsseldorf aufgemischt. Also im Guten jetzt, ne? Nicht so auf Street, aber so Showbusiness, wir sind präsent, wir waren auch in anderen Städten und ich habe Hammer Menschen kennengelernt. Wenn ich jetzt anfange, darüber zu sprechen und die Namen sage, ne? Von den Menschen, die ich jetzt so in den letzten 12 Monaten kennengelernt habe, ich kann damit nicht anfangen, ich werde welche vergessen. Es sind so viele. Ich sag nur mal die Städte zum Beispiel. Köln, Kassel, Düsseldorf, Bremen sowieso ohne Ende, ne? Hamburg, Berlin, oh, ich fange gar nicht mit den Städten an, sonst ist jemand, komm, wir hören jetzt auf damit. Auf jeden Fall, ich habe so viele geile Menschen kennengelernt, das ist unfassbar, wirklich unglaublich, muss ich auch noch an der Stelle sagen. Ja, genau. Und jetzt geht's weiter. Es liegen die nächsten Projekte an. Es hat sich übrigens, ich bin noch gar nicht fertig. Ich habe meine Doku Ali Osman, Weit oder Wahnsinn, vor ein paar Tagen auf Amazon Prime. Danke, dass du gekommen bist. Eine coole Sache. Danke an die Jungs, die mitgekommen sind. Veröffentlicht. Ich kann endlich meine Projekte, meine eigenen Sachen, die ich selber produziert habe, als Produzent auf Amazon Prime veröffentlichen. Das ist für mich auf jeden Fall Level Up. Ja, kam ich jetzt eigentlich darauf? Props. Props. Ach so. Hey. Könnt ihr mir auch mal Props geben? Ich meine, guck mal. Könnt ihr mir auch mal folgen und so? Mann. Spaß. Auf jeden Fall, ich habe schon wieder, es gab so viele Highlights auf jeden Fall so in den letzten 12 Monaten. Genau, es geht weiter. Ich habe die geilen Leute kennengelernt und so. Und jetzt machen wir eine Serie, die heißt Bars, Battle Rap Serie. Ich habe sie im Interview exklusiv verraten. Die Battle Rap Serie Bars, Arbeitstitel. Und es liegt halt einiges an. Wir machen den nächsten Kinofilm, demnächst einen Horrorfilm. Ja, also, was kann ich euch noch mit auf den Weg geben? Auf jeden Fall. Glaubt an euch selbst, das ist klar. Das sagt jeder. Aber ich gebe euch noch was mit auf den Weg. Es ist nie zu spät, alles zu ändern, neu anzufangen. Oder es ist nie zu spät, einfach dein Ding zu machen und das, was du dir wünschst, umzusetzen. Und vor allen Dingen, es ist nie zu spät, einfach zu machen, was du willst. Ohne anderen weh zu tun. Einfach nur für dich und für deine Leute. Es ist einfach nicht zu spät für irgendetwas. Deswegen, das wollte ich euch nur mit auf den Weg geben. Die Highlights, die ich jetzt vergessen habe von den letzten 12 Monaten, die fallen mir vielleicht später noch ein. Also, die erste Runde, absolute Ruhe. Ab geht's. Du Puffgeburt, schick mir deine Kasse. Du Puffgeburt, schick mir deine ganzen Verwandten vorbei. Sag hier nicht, Onkel Frank ist zu alt und ein Kreis. Du Ratte, ich bin Urgestein. Hip-Hop, ich verwalte den Scheiß. Ich war schon Hip-Hop, da dein Vater, deine Mama beim Gangbang noch gespalten auf weiß. Und ich bin immer noch Hip-Hop und bringe den Schande im Kreis. Du bist nur ein getarnter Punker wie Niles. Ich misshandel dich gleich. Jetzt tanzen um dich Elefanten im Kreis. Übrigens, seine versoffene Mama ist heiß. Danny Deadweight, ich finde dich komplett fake. Machst auf deinem Track Copyshop auf Gangster, du Nuttensohn. Ich schreibe meine Raps straight. Rhymes unendlich wie eine Flatrate, direkt in dein verbautes Drecksface. Du Bastard, schickst auf deiner Trap Hate. Für dich gibt's heute keinen Ruhm und ich lasse dir kein Escape. Du Pussyboy, alle finden deinen Funk Rave Tech Slam. Macker, ich bin Bremer, ich trinke, wenn ich dich Honk Rave Backslate. Ich piss mit deiner Ex in dein Glas. Sei mein Kamerad, ich stoß mit dir an. Komm schnell Backstage, du Motherfucker. Du schwacher Mann, hier tanzen Bitches auf der Nase rum, du liebes Kasper. Du Panzen, kickst laue Phrasen und du fließt wie Magma. Wenn ich ausbreche wie Ätna, siehst du 1000 Farben, also flieh, du Bastard, jeder sieht den Abfuck. Ich bin zwar oldschool, aber du nur ein antiker Klappschrank. Vor dir steht ein Vulkan, ich ersticke dich, du wirder Schnacker. So wie die Stadt Pompeji, erstarrst du heute für die Ewigkeit in schwarzer Asche. Ich setz schon mit wenig Leins an Arsch auf Flaschen. Ich bin nicht friedlich wie das Stromboli, eher wie die Campi-Fleckriege, gefährlich. Eine Zukunft für deinen Chunky-Rap sehe ich nicht ehrlich. Du bist auf deinen Songs, alles andere als authentisch, du Fake-Ass-Spinner. Ich bin ein Rap-Graffiti und noch ein Breakdance-Killer. Yeah. Du Metaphers im Battle gegen Skills über Krebserkrankte? Dafür setze ich, egal was du willst, auf deinen Weg der Schranken. Ich überrolle wie pyroklastische Ströme das Loch, wo du wohnst. Ich spritze deine Mama auf die Titten. Kannst du mir folgen, mein Sohn? Auf
jeden Fall macht das sehr viel Spaß. Ich bin sehr glücklich damit. Es hat sich ein stabiles Team aufgebaut. Meine Company GT Media Studios ist auf jeden Fall nicht in den roten Zahlen und wir können weiter gucken. Wir sind auch nicht besonders in den schwarzen Zahlen. Aber wir können auf jeden Fall weiter gucken. Ne? Und jetzt kommen die nächsten Steps. Und zwar Step 1. Onkel Frank wird ein Superstar. Step 2. Onkel Frank wird ein internationaler Filmstar. Step 3. Onkel Frank wird endlich die motherfucking Punchlines machen, die alles rasieren. Step 4 kommt jetzt, ne? Step 4. Onkel Frank wird Multimillionär. Step 5. Ist doch scheißegal, jo. Ehrlich jetzt gesagt. Ich war schon, als ich ein kleiner Junge war, ne? Bin ich mit der Rassel um den Tannenbaum gelaufen. Hab gesagt, ey, jo, hier bin ich. Da konnte ich gerade laufen. Aber ich war auch super talentiert. Ich konnte ja schon mit 6 Monaten laufen. Oder mit 9. Und ich konnte ja schon lesen und schreiben mit 4. Deswegen, das ist natürlich ist was anderes. Ne? Ich bin ja halt nicht so eine normale Ente. Kennt ihr diese Enten, diese schönen? Auf jeden Fall, peace. Und ich möchte das einfach auch erwähnt haben, weil es war für mich wirklich auch in diesem Jahr ein Highlight. Ne? Ja, und da ging es dann weiter. Wenn ich euch die Geschichte erzähle, wie es eigentlich zu Magdalena kam, Sommer in Desmona. Magdalena, Sommer in Desmona, danke an alle, die da beteiligt sind. Und hat Spaß gemacht und dieser Film wird noch für Furore sorgen, dieser Kurzfilm. Ganz genau. Ja, und danach ging es ja weiter. Dann kam ja das zweite Battle gegen den Danny Deadweight. Dann gab es das dritte Battle in Wiesbaden. Mein erstes Battle bei Diltili. Freunde, es gibt manchmal Momente im Leben, die möchte man vergessen. Möchte man einfach nicht so dran zu. Also ist nicht unbedingt so ein schwerer Schicksalsschlag, aber einfach so. Kennt ihr das, so einen Moment, so, du wünschst dir, es macht sich so ein Schacht auf dem Boden, du kannst in diesen Schacht reinspringen und dann ist alles wieder zu und du liegst zu Hause auf der Couch und Jalousie geht runter und dich sieht erstmal 4 Wochen keiner. Das war mein epischer Moment in Wiesbaden. Und ich musste dabei sein. Er musste dabei sein, der Kamerad. Aber wisst ihr was? Ich habe gekämpft und ich habe auch aus diesem Battle sehr viel gelernt. Wie aus all meinen Battles. Aber das war einfach halt so ein Moment so. Ich darf das ja nicht reinschneiden. Ich darf es ja nicht reinschneiden. Ist ja noch nicht auf YouTube veröffentlicht. Ihr könnt euch das Pay-Per-View kaufen bei Diltili. Gönnt euch das. Onkel Frank gegen Trunk ist auf jeden Fall ein episches Battle. Wird wahrscheinlich auch in die Geschichte eingehen von Proving Grounds. Und Neo, so viel zu dem Thema. Aber, ja. Naja, dann kamen die Enten so auf die Idee, mal 500 Euro im Masler Wald zu verstecken. Und, naja, also, das war schon eine krasse Aktion. Hat Spaß gemacht, aber wenn man überlegt, dass, ich glaube, einmal waren sogar 400 Leute im Masler Wald unterwegs und so, haben das Geld gesucht. Naja, diese beiden Schnitzeljagden, besonders die ersten, die haben mega Spaß gemacht und waren schon episch und außergewöhnlich. Und ich möchte nicht unerwähnt lassen, wenn man es einfach mal die letzte Zeit so retrospektiv betrachtet, ne? Möchte auch das nicht vergessen. Schnitzeljagd mit Bremen Entertainment, auf jeden Fall. Ich weiß, dass du seit Jahrhunderten für die Institution arbeitest und ihre Befehle brav ausführst. Wir haben einen neuen Auftrag für dich. Und der ist von extraterrestrischer Natur. Bang, sie brauchen dich, um die Geschichte zu formen und ihre Macht zu sichern. Aliens! Ich möchte einfach reich und berühmt sein. So wie Michael Jackson. Lässt sich das irgendwie einrichten? Also bist du ein Zeitreisender, ja? Ich bin ein Zeitreisender und du musst mir helfen, Bremen zu finden. Mann, Digga, mach mir doch nicht allein auf Sergei Panamarenka. Töten die Ente und Onkel Frank. Back to the Future. Die Webserie. Folge 1. Wie bei damals Onkel Frank 99 Probleme, Onkel Frank sucht das Glück. Times und ich, wir sitzen da, wir wollen was Cooles machen. Und zwar einfach, um der Community was zu schenken. Das war gerade so nach dieser ersten Schnitzeljagd. Und Folge 1 ist dann direkt viral gegangen.
Folge 2, da haben wir schon so ein bisschen mehr eine Story entwickelt. So. Auch direkt viral gegangen. Folge 3, extrem durch die Decke gegangen dann. Extrem durch die Decke gegangen. Folge 4, Timeson 4, 5 Drehtage. Da war es schon ein Projekt auf einmal, weil es halt durch die Decke gegangen ist. Strike bekommen auf Instagram. Ihr könnt es euch auf YouTube angucken, voll underrated. Ich bin echt traurig. Keine Props. Keine Props. Ja, back to the future halt so, ne? Fuck, ey. Ne, Leute, wirklich jetzt, guckt euch das doch bitte an. Wir haben diese Folge produziert, die ganze Woche. Ich habe nachts da gesessen, habe geschnitten. Ey, Leute, ich habe meine große Liebe deswegen verloren. Ich hatte eigentlich ein Date so und dachte so, Mann, gib alles. Gib alles, Bro, Mann. Du schaffst das, du schaffst das, du kriegst sie. Sie wird deine neue Freundin. Die Mutter deines Sohns. Aber auf der anderen Seite der Medaille, ich muss ja Back to the Future abliefern, ne? Und ich will dann natürlich die Community nicht im Stich lassen. Ja, und dann habe ich dann halt Gas gegeben. Hoch 3 und sie hat dann halt mich blockiert und ja. Aber ich weiß sie auch, nein, egal. Auf jeden Fall, ja, Back to the Future. Geht weiter, guckt euch diese Folge wirklich an. Alle, die das noch gar nicht gesehen haben, guckt euch das einfach an auf Insta, auf YouTube. Spaß gemacht und irgendwann, wenn alle mal Zeit haben, jetzt kommen wir wieder zu 99 Probleme, Onkel Frank sucht das Glück, dann werden wir auch das große Staffelfinale für euch machen die nächste Zeit. Ne? Während für die Enten das Glück im Wasser liegt oder auch in der näheren Umgebung des Wassers, liegt es für die Krähe vielleicht eher im Baum, weil sie dort den Überblick bewahrt. Deswegen kommt es auch immer auf den Point of View an. Wenn zum Beispiel jemand Unrecht begeht und in diesem Moment dieses Unrecht praktisch benutzt, damit es ihm besser geht, tut er aus seiner Sicht vielleicht was Gutes, weil er tut es ja für sich. Wenn aber jemand anderes, der sehr viel besitzt, den Hals nicht voll bekommen kann und jemand anderen etwas wegnimmt, weil er halt die Tricks kennt mit dem Finanzamt, praktisch der Gesellschaft was wegnimmt, sagt man, dieser Mann ist ein Fuchs oder ein Luchs. Was sagt uns das? Dass Onkel Frank endlich mal wieder eine neue Reihe von einem wunderschönen Format veröffentlichen sollte, mit dem Titel X-Faktor. Ja, dieses Jahr hat es schon ganz schön in sich bisher. Da gab es ja auch ganz andere Ereignisse. Zum Beispiel, ich war mit den Enten bei Radio Bremen Next im Rahmen der Fußball-WM. Dann habe ich ja von Radio 1 Live den Pokal übergeben an die Bremen Enten, weil Bremen hat den 1 Live Mem-Pokal geholt, zusammen mit Bremen Next. Dann habe ich ja beim Battle Rap Taxi bei Gerardino und Satchin ein Interview gegeben, was demnächst rauskommen wird, was sehr, glaube ich, sehr persönlich ist. Von meiner Seite, wo ich ein bisschen so die Hosen runtergelassen habe. Damit alle auch meinen Cut so sehen. Ich meine, damit einfach die Leute wissen. Ne? Ja. Sorry, ich bin ein bisschen ungegendert. Ich bin eigentlich so ein Kind der 90s und ja, 90s. War geil auf jeden Fall. Ja, da ist einiges abgegangen dieses Jahr, ne? Radio Bremen Next dann noch und so weiter und so fort. Ja, zwischen all diesen ganzen Projekten und Auftritten habe ich sogar noch mit dem Timeson eine Doku gemacht. 4 Drehtage und zwar eine richtig persönliche Doku, also der Weltenwandler. Könnt ihr euch auf meinem YouTube-Kanal angucken. Auch ziemlich underrated das Ding übrigens. Ja, das wollte ich einfach auch nochmal erwähnt haben. Und so, weil für YouTube Props. Props möchte ich dafür haben. Nein, aber für YouTube ist das also wirklich geil. Du musst überlegen, so. Die setzen sich da vor die Kamera, machen irgendwelche Reactions und der Onkel Frank macht einfach einen Weltenwandler. Ne? Das macht ja auch nicht jeder und ich hoffe halt auch einfach, dass man diese Liebe sieht. Dass der Weg von der Straße, von der Unterwelt, was so viele Menschen romantisieren, immer in so eine JVA führt. Digga, ich war so hart verpeilt, Digga, dass ich sogar das Mikrofon vergessen hatte. Die Versuchung der Straße lauern ja praktisch an jeder Ecke. Sei es Nightlife, Crime, Drogen. Als es noch Vulkanwerft gab und noch viele Fabriken hier gab,
Es gibt immer noch ein bisschen Industrie, aber das ist wirklich, geht ganz schön in den Bach runter. Ab geht's! Du Puffgeburt, schick mir deine Gas. Du Puffgeburt, schick mir deine ganzen Verwandten vorbei. Sag hier nicht, Onkel Frank ist zu alt und ein Kreis. Du Ratte, ich bin Urgestein. Hip-Hop, ich verwalte den Scheiß. Nachtrag. Auf jeden Fall, nicht jeder muss das immer alles ernst nehmen, was ich sage. Ich bin sehr selbstironisch, das würde ich nicht irgendwie Michael Jackson-Tänze machen in der Sparkasse. Aber was ich euch sagen möchte, ist, wir leben in einer verdammt gespaltenen Gesellschaft und in einer miesen, ja, gefährlichen Zeit. Und ich glaube halt, durch das Internet wird das noch mehr transportiert. Das kommt es halt noch schlimmer vor, als es sowieso schon alles ist. Mit den ganzen Kriegen und Missständen und was weiß ich. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr so Sachen, wenn wir verschiedener Meinung sind, ne? Diskutieren auf eine sozial verträgliche Ebene, ohne gleich Morddrohungen und Radikalisierung und Extremismus irgendwie so, ne? Weil jeder merkt, dass der Ton ist rauer geworden, es passieren schlimme Dinge. Wie gesagt, es kann sein, dass man das mehr mitbekommt jetzt auch heutzutage. Ich wollte es einfach nur mal gesagt sagen. Lass mal ein bisschen pießiger sein, auch wenn wir verschiedener Meinung sind. Politischen Dingen oder anderen Dingen. Man kann es ausdiskutieren. Irgendwo einen Konsens finden. Ich finde immer einen Konsens, wenn wir schon reden, Demokratie, und wenn wir davon sprechen, Demokratie lebt vom Konsens, dass man sich einigt auf irgendetwas, was für alle gut ist. Ne? Und da muss nicht gleich ein Messer gezogen werden oder eine Bombe geschmissen werden oder ein Baseballschläger gezogen werden. Das finde ich halt sehr schade, ist mir halt aufgefallen. Als Künstler, als Entertainer ist mir aufgefallen, ja, ist so voll ernst, hart geworden. Ne? Die Zeiten sind hart geworden. Passt auf euch auf. Und lasst euch auf jeden Fall nicht radikalisieren und auf so einen Extremismus ein. Das wollte ich einfach nochmal loswerden. Peace.